Heute geht es um das gesamte Garten of Benben 4 Chapter, inklusive dem Wurmboss und alle Charaktere, die ihr natürlich kennt. Leute, es ist ultimativ viel passiert bei Buggy Huggy auf dem Kanal. Und was da passiert ist und falls ihr es auch noch nicht gesehen habt oder falls ihr generell auch noch mal ein bisschen darauf eingehen wollt, dann wäre es im Video jetzt eine richtige Gelegenheit. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst ein Like da, wir gucken rein. So, Leute, extra lang, das heißt, macht es euch extra bequem und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Wir sind hier auf dem Kanal von Buggy Huggy und wir haben einiges nachzuholen und ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnt. Aber Mr. Krabs, so nenne ich den Gegner, hat hier einen Bossfight provoziert. Und ja, wir müssen jetzt gucken, dass Mr. Krabs hier irgendwie rausgenommen wird. Diese ganze Story führt uns zu Mr. Grimm. Also bleibt dran, denn es wird sehr, sehr spannend. Und gerade auch die nächsten Folgen haben richtig Potenzial. Wir reiten hier also gerade Opillabird. Tamataki ist verzaubert worden. Wie ihr sehen könnt, nur noch ganz komische weiße Augen. Es ist sehr, sehr merkwürdig, was mit ihm passiert ist. Und ja, Opilla tut mir da auch ein bisschen leid, dass sie das da alles mitmachen muss, ne? Aber Leute, was soll man sagen? Oh, Junge. Was haben wir hier? Shoot! Er hat das Ding echt getroffen. Junge, der wird doch mega sauer. Guck dir den da oben an. Mr. Krabs. Tamataki hat gerade Opilla Bird aufgegessen. Nein! Und er fällt runter. Da ist Mr. Krabs und sagt... Ja, Mann, ich will Geld. Und hier haben wir schon den nächsten Charakter. Der ist auch sehr interessant, aber Mr. Grimm ist natürlich für uns der Interessantere. Ich bin auch sehr gespannt, was der kann und vor allem, was da auch passiert. Ihr seht schon, ne? Es wird sehr creepy. Und der findet sich wieder, oh, in einer Höhle von einer Motte. Da sind die neuen Charaktere und darf ich euch vorstellen, auf der linken Seite hier ist Mr. Grimm. Und der hat irgendwie schon so einen kleinen Sohn oder sowas. Und hier sind einige andere Charaktere wie der hier. Das ist ein Charakter, den kenne ich noch nicht, aber der ist der aktuell für mich bekannteste, stärkste Charakter. Mr. Grimm ist allerdings ein Charakter, der am meisten Horror, am meisten... komischen Unmut verbreitet. Ah, Leute, es wird wirklich sehr schlimm. Er soll jetzt hier erstmal 5 Taschenlampen finden. Kriegt aber diese Tür nicht auf. Komisch. Ist da was hinter gewesen? Ich könnte schwören, da war was. Okay. Das ist ein Elektrizitätsroom oder was? Woher weiß man, welche Schalter er drücken soll? Oh Gott. Was ist das für ein Charakter? Ich habe seinen Namen vergessen. Wir haben den schon mal gesehen. Nighty Boo. Okay, Nighty Boo, Leute. Sehr interessant. Es geht noch weiter. Er hat noch nicht alle Schalter aktiviert. Es fehlten eigentlich welche. Ich bin mir also ich bin ganz sicher, dass da 5 standen. Was ist das denn? Von Nighty Boo das Nest oder was? Oh, hör mal auf, ey! Was erschreckt er denn immer die ganze Zeit? Schweinehund. Also wenn der jetzt noch weitermacht, dann knall ich dem einen. Oh, wow, wow, wow. Schnell aktivieren, aktivieren. Und da sind die Schalter. Und jetzt ist das Licht an. Schlechte Idee, sagt Nighty Boo. Alter, was ist das denn? Nighty Boo kommt! Oh, wer bist du denn? Alter, der hat ja 4 Augen, der Charakter. Okay, krass. Wer sind diese kleinen Fledermäuse? Sind das die Kinder von Nighty Boo oder was? Puh. Junge, zieh durch. Zieh durch. Einfach rüber da. Jetzt komm schon. Ah. Bro. Bro. Wie weit muss der da runter? Wie groß ist das? Guck mal nach oben, Diggi. Ich will mal sehen. Oh, da unten geht's noch weiter, ne? Er muss noch weiter runterspringen. Unter ihm ist noch eine Plattform. Nein, mehrere noch. Aber ich glaube, das war's. Oh, es hat ihm was runtergeworfen. Und er fällt, und er fällt, und er fällt. Nighty Boo hat ihn geschnappt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wir wissen's nicht. Es ist gut. Nighty Boo möchte raus und er muss jetzt dabei helfen. Das heißt,
Wir haben hier das Privileg wieder, dass es ein Boss ist, der uns gutgesinnt ist. Seine Kinder, klar, die hat er nicht so ganz unter Kontrolle, aber prinzipiell würde ich sagen, ist das hier ein gutes Zeichen. Und er lässt sie hoch. Ja, Freedom. Bye, bye. Freiheit! Tschüssi, sagt Naidibu. Was ist das für ein Hut? Well, guckt euch mal die Mütze da an. Er nimmt ihn jetzt mit und es geht wahrscheinlich wieder nach oben in den Ring zu Mr. Krabs. Ja. Und man sieht ihn, wie er hier wieder an seiner Kugel da rumlungert. Und Naidibu hilft jetzt, oder was? Mr. Krabs zu besiegen? Wäre einfach zu heftig. Was? Oh Gott. Alter Schwede, die Kanone hat da gerade reingezündet. Seine Kanone auf dem Rücken. Und da ist... Oh, Coach Pickles. Und der hat gerade Mr. Krabs sowas von gegen die Wand gestampft. Alter Schwede, es gibt jetzt den Überfight. Was macht man da jetzt? Er kämpft jetzt mitten auf dem Ring, ganz oben, ne? Sehr interessant. Halt ihn einfach hin. Halt ihn hin. Junge, wie er ihn raufscheppert. Hä? Warum... Naidibu haut die Kanonen weg. Oh, da ist der Shot drinne. Und das war's. Bam! Noch ein gepwned. Alter Schwede. Coach Pickles, der Ehrenmann, Leute. Save ihn! Oh, Naidibu hat noch eine Kanone abbekommen. Da muss doch langsam auch mal Feierabend sein, oder was? Digga. Was ein Kampf. Wahnsinn, Leute. Tabataki, aufpassen! Lauf! Und er läuft. Kann er da unter durch? Ja. Oh, Leute. Jetzt geht's zu Mr. Grimm. Oh, Baby. Jetzt geht's zu Mr. Grimm. Tamataki anscheinend der Stärkere noch hier. Oh Gott. Alter, das sah so crazy aus. Was macht man jetzt hier? Verfolgt Tamataki den jetzt in Naidibus Nest? Ja, sieht so aus. Oder spring runter! Oh, jetzt ist Feierabend, denke ich, oder? Jetzt ist Feierabend, denke ich, oder? Okay. Er wird immer schneller. Er drückt einen Knopf und... Leider zu spät. Leider zu spät. Komm schon. Komm schon. Jetzt den Knopf drücken. Jetzt den Knopf drücken. Drohne, zieh durch, zieh durch. Ah, es war richtig knapp. Ah, Coach Pickles, lauf, Bro. Macht mal einer das Viech da jetzt weg. Okay, wer war er? Wer ist er denn? Habt ihr diese vier Münder gesehen, die sich da so ausgeklappt haben? Okay, das war sehr crazy. Sehr crazy. Aha, aha. Nicht cool. Bro. Okay, das Ding wurde gerade ein bisschen abgeräumt. Ich habe jetzt drei neue Kreaturen gesehen. Wie krass ist das? Jetzt ist Ruhe, oder? Nein, das Ding ist immer noch da. Wurde nochmal runtergedrückt. Die sind wieder zurück in Naidibus Versteck. Aber ich dachte, es geht schon zu Mr. Grimm. Oh! Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Guck nicht nach hinten. Das Ding kommt. Junge, Junge, Junge. Also, sich das auszudenken, diese Storyline. Krank. Und tschüss. Wir sind jetzt im zweiten Chase-Up. Jetzt muss aber mal was passieren. Jetzt muss doch Feierabend sein. Tschüss. Er geht aber immer weiter runter. Die kommen voran. Ist Mr. Grimm... Wohnt der unten in der Hölle sozusagen? Ja. Sie fallen. Nein, Coach Pickles! Die sind runtergefallen. Coach Pickles ist dead. How are you? Are you okay? Er fragt, ob es ihnen gut geht. Okay, nice, die haben es überlebt. Aber sie sind ganz unten. Und da kommt dieses Riesenviech. Man weiß auch nicht, wie es heißt, ne? Doom, Doom, Junge, seit wann? Er hat das so reingesmackt. Bam, yo!
Coach Pink ist auf seinen Rücken drauf. Doom Doom geht hinterher und Smackdown an die Wand. Jetzt ist Feierabend. Die machen ihn zu zweit. Er ist einfach zu stark, ne? Er ist einfach zu stark, ne? Bro! Er muss jetzt mit dem Fahrstuhl noch weiter runterfahren. Nein, sagt nicht. Er fährt noch weiter runter. Das wird nicht gut enden. Er ist da. Er ist bei Doom Doom. Da war er ja aber schon, oder? Da war er schon. Da ist Mr. Grimm. Mr. Grimms Tür. Oh, Leute. Hört ihr das? Da spielt der Klavier. Er ist weg. Er ist nicht mehr da. Mr. Grimm ist jetzt weg. Feierabend. Digga, was geht hier ab? Guck dir mal die Wandzeichnung an. Die Charaktere haben alle komische Augen, nur Mr. Grimm nicht. Was bedeutet das? Leute, ich habe falsch gelegen. Das ist der einzige Charakter mit dem hier, die keine komischen Augen haben, der Rest ja. Mr. Grimm ist möglicherweise der neue, stärkste Charakter. Oh, ich freue mich auf den nächsten Part. Und Leute, wir sind hier bei Buggy Huggy auf dem Kanal. Und meine Freunde, ihr könnt euch vielleicht das letzte Mal erinnern. Doom Doom hat uns geholfen, einen ekligen Drachenboss umzulegen. Und jetzt sind wir in der Tür von Mr. Grimm. Und hier geht es weiter und ihr hört schon diese Musik. Heilige den Grimm. Siehe den Tod. Und man sieht schon, er spielt da sein Klavier und guckt nach oben. Eine Tür öffnet sich und plötzlich ist er nicht mehr da. Er ist weg. Direkt. Dass der Typ da auch alleine runtergeht. Moin. Und ihr seht, dass hier an der Wand ganz schlimme Dinge passieren. Es gibt nur zwei Charaktere, die nicht diese komischen Augen da haben. Aber wir werden herausfinden, was es damit auf sich hat. Mr. Grimms Mission. Hilf mir, die Show vorzubereiten. Finde Handschuhe, eine Box, einen Hasen, eine Säge und Karten. Oh no. Mr. Grimm ist anscheinend ein Zauberer. Er ist anscheinend ein Hypnotiseur. Es gilt jetzt, seine Zauberershow vorzubereiten. Finde ich cool, Digga. Das wird ein richtig geiles Video. Da ist die Karte. Beziehungsweise diese Kartenbox. Okay, ja. Ist da noch was in dem Raum? Sieht so aus. Handschuhe. Wichtig. Der Hase fehlt noch. Zum Beispiel. Aber es gibt noch eine andere Tür auf der anderen Seite. Die ist da so komisch. Wisst ihr? Die Türen sind so komisch eingehauen. Als wäre der höchst aggressiv. Hier ist die Box. Jo, klar. Der kann die einfach mitnehmen. Auf entspannt. Nimmt die einfach die Box mit. Okay. Riesensäge auch noch dabei, klar, auf entspannt. Was haben wir hier drin? Der Hase fehlt. Da ist ein Loch in der Wand. Da ist der Hase. Er hat alles. Das muss jetzt auf die Zauberershow. Die ganzen Captain Fiddles sind dead. Und er fragt ihn, ob er einen Magic Trick sehen will und wurde ausgenockt. Wir sind jetzt in der Show. Oh no. What? Captain Fiddle steckt da drin. Er sägt die wirklich durch. Was ist das denn für eine Gruselstory hier? Hey! Oh Gott. Ich will einen Zaubertrick sehen, Mann. Und das sind diese ganzen Garten auf Bäumen, Basketbälle, Bowlingpins und so, ne? Als wären das Schüler. Er soll ihm helfen. Oha. Er ist anscheinend jetzt der Assistent. Und warum hat er dann Katana liegen? Okay, kann man so machen. Oh Gott. Er hat die Melone durchgeschnitten. Da ist jetzt eine Figur. Und der schneidet da einfach auf entspannt rein. Der sieht mir... Oh nein, nicht Captain Fiddle. Ups. Ups, sagt er und kickt ihn da runter. Er sagt, ups, er braucht neues Inventar, neue Tricks. Also der erste Captain Fiddle ist RIP. Nein, das... Oh mein Gott.
Was macht der da? Captain Fiddle, du musst da nicht reingehen. Er macht's. Alter Schwede! Miley! Miley Dings da ist da drin. Dieser eine Charakter, die da bei dieser Poststelle gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr den, also das ganze Ding nachverfolgt. Aber den Charakter kenne ich. Und anscheinend will er die jetzt durchschneiden. Das kann er doch nicht machen. Oh, du musst ihn aufhalten. Er schneidet hier was durch. Und es hat ihn was weggehauen. Er hat sie gerettet. Schnell, mach die Box auf, Bro, weil... Oh, Leute. Das ist jetzt nicht gut, weil Mr. Grimm feiert das sicherlich gar nicht. Und sie sagt, lauf. Er sagt, du hast die Show ruiniert. Was ist da unten? Habt ihr es gesehen? Da unten war irgendwas. Da unten war irgendwas. Warte mal. Wir spulen einmal ganz kurz zurück. Guckt mal genau an. Da unten, seht ihr das da hinten? Da ist was. Hier, Leute. Da unten, genau hingucken. Seht ihr das? Als ob da jemand läuft. Oha. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es wird irgendwas bedeuten. Vielleicht rennt er ihn ab da hinterher. Könnte sein. Ja. Okay. Das ist absolute Krise. Mr. Grimm erstmal so nicht ganz gefährlich, nur ein bisschen verrückt im Kopf. Aber das ist in Ordnung. Er kann die Tür nicht öffnen, ne? Schlecht. Schlecht. Er ist so nah dran. Er ist so nah dran. Mach das Ding auf. Oh Gott. Er hat ihn, glaube ich... Er kommt da, glaube ich, nicht rein. Das weiß er auch. Aber jetzt kommt jemand hinterher. Was ist das? Was ist das denn? Ein Reh? Und da wartet Mr. Grimm schon und sagt, Hallöchen. Oh, was ist denn das für ein Viech? Ihn verfolgt da irgendwas in dem Wänden, ne? Junge. Das erinnert mich immer so an Poppy Playtime, Leute. So an Huggy-Wuggy-Vibes. Er fällt runter. Und man weiß nicht, wo er ist. Er wacht vor einer Kreis... Also er wacht vor einer Schreddermaschine auf. Wo die ganzen Captain Fiddles einfach geschreddert werden, oder was? Muss er da jetzt was reinwerfen? Mr. Grimm kommt. Vielleicht kann er die Maschine anstellen. Die hat ihn da reingeworfen. Lol. Ey, ich dachte, der wäre weg, ne? Aber er hat sich durch seinen Zauberhut gerettet. Sie hat ihren Rucksack wieder, das ist gut. Und er ist wieder da. Alter, er hat sich verwandelt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Junge, was geht denn jetzt ab? Jetzt wird's interessant. Uff, jetzt wird's krass. Junge, er hat sich in eine Spinne verwandelt. Ich dachte, das war's schon. Ich dachte, das wäre so ein billiger Boss. Aber der Mr. Grimm sieht auf jeden Fall ganz wild aus. Oh je. Was macht man da jetzt? Oh, was macht man da jetzt? Dieser Charakter ist gottlos. Ey, nee. Mal gucken, wie die das jetzt regeln wollen. Den kannst du nicht aufhalten. Den kannst du nicht... Das war's. Das war's! Er schnappt sich Miley. Und da kommt Coach Pickles wieder! Junge, hat er den abgeräumt! Ey, Coach Pickles ist immer da, wenn was ist. Leute, Hashtag Coach in die Kommentare, wenn ihr den auch so feiert. Junge, man denkt immer... Das war's jetzt. Und dann kommt der Elefant und smackt ihm einen rein. Zu crazy. Richtiger Ehrenmann. Aber jetzt wird der Elefant erstmal abgeräumt. Oh, das sieht nicht gut aus. Sie kann halt schnell laufen. Das Monster ist halt schnell. Aber Coach Pickles versucht zu verteidigen, ne? Junge, was ein Ehrenmann. Bitte lass die Brücke nicht einstürzen. Bitte lass Coach Pickles nicht draufgehen. Oh nein, er kommt nicht mehr rüber. Coach Pickles ist abgeschnitten. Und jetzt fahren die weg. Kann er da irgendwas machen? Er springt auf das Dach rauf. Auf das nächste Dach. Oh oh.
Er hat meine Dings da mitgenommen. Nein, jetzt... Oh mein Gott, jetzt geht's zur Schlange. Was ist das für ein Viech? Ich habe gehört, dass die sehr, sehr krass sein soll. Was genau ist, kann ich aber nicht sagen. Einfach Opilla Reitstall oder was? Die laufen durch so eine Art dunkle Wüste, wo Asche vielleicht liegt oder Sand. Ja. Mr. Grimm, Monster-Boss-Transformation folgt ihm trotzdem noch. Das war's noch nicht. Oh Junge, der ist ganz schön schnell, ne? Was ist das? Oh mein Gott! Digga, was ist das denn für ein Monster? Bro! Seh zu, dass du reinkommst. Leute, wir werden den Namen gleich sehen. Das Ding hat Mr. Grimm abgeräumt, ne? Chef Pixar ist hier dabei. Man muss eine Aufgabe erledigen. Es geht darum, den Turm zu benutzen für irgendwas. Oh Gott! Was ist das für eine Kreatur? Alter! Da ist ein Ei. Da ist noch eins. Das Opilla-Ei. Junge, macht der eigentlich Auge, Leute? Der macht Auge, ganz, ganz, ganz klar. Macht der Auge hier. Das dritte, das war sehr knapp. Junge, geh weiter hoch. Wie hoch ist dieser Turm schon wieder? Die Gebäude sind auch teilweise so groß. Das vierte, oh, das war ein Schlangenei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der Typ hat einfach so ein Schlangenei kaputt gemacht, ne? Was kommt da raus? Man weiß es nicht. Wir wissen einfach nicht, was das für ein Charakter war. Ich bin aber sehr gespannt auf die nächste Folge. Und beim letzten Mal mussten wir dem Wurm entkommen und jetzt einen Turm hochlaufen. Und da sieht man schon, aus Versehen wurde das Baby von dem Wurm gekillt. Und deswegen ist er jetzt richtig aggressiv böse, Mann. Sehr, sehr wild. Was das Wesen genau ist, wissen wir noch nicht. Aber man sieht schon hier, es gibt ein kleines Hinweisschild. Wenn der Wurm kommt, nimm die Discobälle und schau sie nicht an. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Es wird sehr interessant. Und man muss jetzt irgendwie diesen Wurm killen. Aber, oh Junge, der alter Disco-Light, Digga. Disco. Ja, ein bisschen Dancen, ein bisschen Spaß muss auch mal sein. Bruder, crazy. Einfach Disco-Lichter an. Wie sieht das wohl von außen aus, ne? Wenn man auf den Turm guckt und die sind, oh, yo. Junge, diese Lasershow, die ist ja übel am Sliden. Krass. Der hat jetzt drei Stück von diesen komischen Dingern schon aktiviert. Der Turm wird ein... Oh Gott, der Wurm! Der Wurm ist in dem Turm, Alter! Sieh zu, dass du deinen Hinter nach oben bewegst! Bro, Beeilung jetzt! Ey, da ist so Feierabend. Der Wurm wird so durchziehen. Guck dir das mal an! Der isst den ganzen Turm auf! Nein, was ist das? Oder ist das ein Stinger-Flynn-Ballon? Wo drückt den verdammten Knopf? Und das Ding dreht sich immer weiter hoch. Junge! Mit Galvanium-Treibstoff? Ah, der muss Galvanium-Kisten da runterschießen. Das mag der Wurm anscheinend nicht. Junge, das sieht so heftig aus. Digga, zieh's dir rein. Ey! Er kommt wieder hoch, ne? Er muss jetzt die Kanone benutzen. Und da gibt's erstmal direkt einen Shot ins Gesicht. Der Wurm dreht sich immer höher. Das sieht so krass aus. Ey, es gibt sogar noch diese Kinder anscheinend. Das ist der Megawurm und es gibt noch... Oh Junge, wie weit der runterfällt und wie hoch dieser Turm geht. Hä? Der Turm war doch gar nicht so hoch, oder? Alter Schwede. Wäre aber ein sehr geiles Spielprinzip. Ich sag dir, es dauert nicht mal lange. Dann macht Buggy Huggy ein eigenes Garden of Banban Spiel. Digga, so viel Potenzial wie der hat, soll der echt mal ein Spiel rausbringen. Das wäre zu krass. Bro, zu heftig, was der hier rausknattert.
Bam, Digga. Shots gehen raus. Shots feiert. Puhuhu. Die nächste Galvanium-Box. Er isst sie. Klar, alles läuft hier in Zeitlupe. Was? Er geht weiter hoch. Er ist raus aus dem Turm. Mit dem Ballon geht's weg aus diesem Turm. Und da kommt der Riesenwurm. Und man sieht, es geht straight nach unten. Hat er den Ballon gebissen? Glaub ja. Coach Pickles ist natürlich wieder da. Er fällt runter und er fängt ihn auf. Und immer ist der Typ da. Jedes Mal ist Coach Pickles am Start. Ja, der hat den Ballon sowas von aufgegessen. Junge, 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 Junge. Ist das ein Killerwurm? So ein cooler Boss, Mann. Das ist mit Abstand der geilste Boss, den Buggy Huggy bisher gemacht hat. Ey, heftig. Wie der die nach oben... Guck dir seinen Mund an. Der Drache kommt. Er hilft. Der war doch eigentlich feindlich gesinnt. Er tamet ihn einfach. Einfach am Sliden. Wie kann der Drache den Wurm besiegen? Boah. Sehr spannendes Video. Coach Pickles kann nicht mehr weitergehen. Er sagt, er muss zurück. Man muss jetzt erstmal alleine klarkommen. Oh nein! Ist der Drache jetzt freundlich? Tatsächlich. Der Typ kann jetzt mit einem Drachen fliegen, Mann. Einfach Flugmount. Aha. Er bringt die nach oben, komplett raus aus der Gosse. Und jetzt geht's anscheinend zu Coach Pickles Freundin, Frau oder so. Boah, Junge. Also dieser Wurmfight zu wild. Was haben wir hier? Pickelina heißt die, sehe ich gerade. Es geht jetzt zu Pickelina anscheinend. Dr. Fluffy Pants ist aber auch ein Ehrenmann. Er und Coach Pickles, Digga, das sind immer diese beiden Charaktere, die echt einem zu brutal aus dem raushelfen. Ist so. Okay. Anscheinend müssen jetzt ein paar Sachen besorgt werden. Es geht gleich zu Coach Lina. Pickelina. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, Leute. Schwierige Sache auf jeden Fall jetzt erstmal. Auch sich wieder zu beruhigen, Mann, weil da ist in den letzten Folgen ist da so viel passiert. Man muss jetzt auch echt erstmal wieder klarkommen, was eigentlich abgegangen ist. Also ich meine, da war erst Mr. Grimm, dann kam der Wurm. Und jetzt, ja, haben wir auf jeden Fall Pickelina hier. Und es gibt Leute, die sagen immer so, ey, das ist doch fake, voll doof. Leute, ich finde diese Videos, diese Story, die er macht, richtig geil. Ich finde das gut, dass er sowas macht. Und ich finde, es ist halt mega Entertainment. Und als was anderes sehe ich das auch gar nicht. Es gibt kein Fake oder sonst was. Es ist einfach eine sehr coole Story. Und wenn ihr es auch so seht, Leute, dann Hashtag Unterhaltung in die Kommentare. Jetzt gucken wir erstmal. Also Pickelina ist anscheinend Boxtrainerin, okay. Er schlägt dagegen wie so eine kleine Pussy, ne? Ja, das feiert sie natürlich nicht. Jetzt kommt die Drohne, die ist etwas stärker. Natürlich kann die mehr Impact verursachen. Ist natürlich auch klar, Leute. Bringt aber auch nichts hier an der Stelle. Dann holt man sich einfach eine Rakete vom... Klar, im Fitnessstudio liegt eine Rakete auf der Gewichtsbank. Natürlich, Leute, auf ganz entspannt. Rakete drauf, jetzt könnte die Drohne richtig Pace bekommen oder sie lässt sie los, je nachdem. Okay. Boah, das war auf jeden Fall gerade, wie sie das gerne hätte. So stark soll man werden. Okay, dann gucken wir mal, ob er in der Lage ist, auszuweichen. Er muss jetzt erstmal seine Reaktion trainieren. Digga, einfach Sportunterricht hier in Garten of Bandman, Digga. Dafür liebe ich den Creator Buggy Huggy, ne? Why didn't you tell me right away? We need to save him urgently.
Und sie sagt, wir müssen Coach Pickles retten. Es geht anscheinend jetzt in den zweiten Kurs. Es gibt eine zweite Stunde. Und sie versucht ihn sozusagen zu trainieren, dass er bereit ist für den Kampf, um Coach Pickles zurückzuholen. Junge! Junge! Oh! Das hat wehgetan. Jetzt gibt's einen Boxkampf. Drei Runden muss er jetzt überleben in der Arena. Es geht einfach ein Boxfight, Mann. Let's go. Oh, Leute, ich finde Boxen so cool. Oha. Einfach der Elefant. Digga, wie die hier Stress machen, ne? Ich dachte, die boxen sich jetzt gegeneinander. Aber nicht schlecht. Ja gut, die erste Runde ist natürlich erstmal recht entspannt, sag ich mal. Oh. Keine Zeit mehr, die müssen los. Also anscheinend gab es keine drei Runden. Die sind jetzt direkt auf dem Weg, um Coach Pickles zu befreien. Bluffy auch dabei, oder was? Wäre cool. Piccolina sagt, nicht zu früh aufgeben. Da ist der Drake wieder. Wie nennen wir den eigentlich, Leute? Habt ihr einen Namen für den? Schreibt mal gerne in die Kommentare den Namen für den Drachen. Die sind jetzt beim Wurm, ne? Die fliegen da jetzt hin und da ist der Riesenwurm. Es gibt noch den absoluten Mega-Fight. Man denkt, es ist vorbei. Man denkt, das Video ist gleich zu Ende. Aber nein, Digga, es geht jetzt rein in den Wurm. Er hat den Drachen gegessen. Piccolina, mach was. Oh no, Leute. Das war's. Oh, ich dachte, es geht noch weiter. Und da sind wir auch schon. Rein in die Arena. Und da ist der Wurmboss. Wird man ihn heute packen können, ist die Frage. Das hier ist Piccolina. Sehr, sehr interessant. Junge, die reitet den Wurm gerade, oder was? Was geht denn jetzt ab? Die ist den Wurm am Reiten. Moin. Aber wie groß der auch ist, ne? Ey, crazy. Crazy, der sieht so krass aus. Und der hat den Wurm sogar noch geschubst. Kann der jetzt nicht mehr in die Erde reingehen, oder was? Ich weiß nur, dass es später noch in eine Pyramide gehen soll. Das hat wohl auch was mit diesem Wurmboss zu tun. Vielleicht werden wir heute eine Story erleben, wie es den überhaupt gegeben hat oder sonst was, ne? Aber es scheint auf jeden Fall, als wäre es der stärkste Charakter bei weitem aktuell. Man kann ihn halt nicht aufhalten, ne? Jo! Junge, jetzt fetzt ihn doch mal! Kann ja wohl nicht sein! Was ist das hier? Oh, ich glaube, die wollen Piccolina irgendwie da rausholen, oder? Nein. Er geht rein in die Erde, oder? Es muss doch jetzt mal was... Jetzt. Da ist ein Turm. Was? Geht jetzt ab? Da gibt es zwei von! Oh mein Gott! Irgendwas soll man hier machen, wenn Notfall ist. Und ich würde sagen, Leute, das sieht nach einem richtig fetten Notfall aus. Er drückt den Knopf. Was ist passiert? Diese Sirene ist nie gut. Egal, was passiert, aber die Sirene ist nie gut. Digga, krass! Patched Ellie, wenn du meinen Rücken kratzt, kratze ich dich. Aha. Es zahlt sich aus, gut zu sein. Das würde ich auch sagen, Leute. Es zahlt sich definitiv aus. Aber soll nicht zu jedem gut sein, der das schamlos ausnutzt. Also manchmal muss man halt auch ein bisschen gemein sein. Aber es zahlt sich in der Regel aus. Gutmütigkeit. Was ist das hier? Soll da irgendwas hinter... Ah, eine Schlüsselkarte. Okay. Ja. Sie sind im Pyramidenkomplex. Junge, Junge, Junge. Kann ich kurz sagen, wie groß ist eigentlich dieser Kindergarten? Ich sag's nur. Ich wollte es nur einmal erwähnen, Leute. Wie groß ist dieser Kindergarten?
gepatcht. Ellie ist jetzt wohl der relativ harmlose Wurm. Sag mal, kannst du mal deine Schnauze halten jetzt? Hey! Wir wollen sehen, was hier passiert. Hör auf zu reden. Jeder weiß, wie das Rätsel geht. Die erklärt es gerade. Ne? Da krieg ich schon wieder. Da raste ich gleich aus. Okay. Ist man nicht eigentlich, Ich frag mich. Das ist ein Sarkophag, oder? Die Räume füllen sich auf jeden Fall gerade mit Sand. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Wer ist der Verrückteste? Jesta, definitiv. Also immer wenn er irgendwas falsch sagt, wird da mehr Sand reingemacht. Sie stellt auf jeden Fall die Rätsel. Okay, ich hätte vielleicht nicht so ausrasten sollen, Leute. Wer kennt's? Na, wenn man immer sagt so, oh, hör auf zu reden, und dann verpasst man was Wichtiges. Da ist Coach Pickles! Bruder, wir haben dich gerettet! Let's go! War auch wichtig, Leute, dass auch mal wir den retten. Okay. Da hinten haben wir wieder diese gleichen Problematiken. Oh oh. Coach Pickles versucht den Sand so ein bisschen aufzuhalten. Pickelina auch schon. Okay. Man muss immer die richtigen Antworten geben, ne? Und es rieselt wieder runter. Aber warum denn immer dieser Sand? Damit kann man das auf jeden Fall etwas entspannen. Hören wir zu. Ich habe das null verstanden. Gar nichts verstanden. Also Mr. Grimm hätte ich da niemals rauskriegen können. Der cleverste in der Familie. Na, das ist eigentlich Dr. Fluffy Pants. Das war... Sie meint sich selber. Sie meint sich selber. Oh Gott. Was geht denn jetzt ab? Die beiden Elefanten, Digga, machen richtig Trouble. Und jetzt gehen die mit den Wurm mit. Jo. Der Wurm wird geritten, Alter. Moin. Okay. Es sieht nicht unbedingt krass aus, Leute, aber ich habe, also, ich finde das trotzdem ziemlich cool, was so ein einzelner Typ gemacht hat. Oh, Junge, jetzt sliden die da. Hey, Pickles, mein Bester. Happy Slide, Bruder. Oh, das würde ich auch so gerne mal in Garden of Man 4 haben, sowas Cooles. Oh, jetzt müssen sie springen, jetzt müssen sie springen, jetzt müssen sie springen. Sehr gut. Pickles ist drüben. Pickelina. Und der Wurm, Digga, ist dead. Aha. Also haben wir jetzt die... Also ich fand, die beiden Wurmbosse waren zu schnell dead. Aber wir sind jetzt wieder bei Pickelina zurück in der Bude. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hier ist nur alles jetzt kaputt. Warum? Ja, was ist denn da passiert? Oh nein, die Kids! Oh je. Yeah. Oh no, my babies. Who did it? We need to find whoever did this. He will pay only for. Die beiden wollen jetzt losziehen, ne? Die wollen jetzt den Mörder finden von den Kids. Krass. Der muss auf jeden Fall abgerippt werden. Aber wer war das? Die Würmer waren es nicht. Mr. Grimm? Weiß man nicht, der ist eigentlich dead. Sie gibt ihm die Schuld, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine coole Sache ist, Coach Pickles dafür die Schuld zu geben. Digga, der Bre muss uns halt immer retten, Mann. Der ist halt schwer beschäftigt.
Ich glaube, es ist jetzt erstmal besser zu finden, wer das war und vielleicht doch Dr. Fluffy Pants, der ja eigentlich auch hier war in der Nähe, aber gerade nicht da ist. Der könnte denen ja helfen. Okay. Rein geht's und das sieht mir ganz danach aus, als würden die den neuen Boss sehen, oder? Dead Tef ist es. Den kennt man. Einfach Helikopterlandeplatz. Oh, das wird nicht cool. Das wird nicht cool. Da ist Nashorn. Wie heißt das Ding? Happy? Er guckt nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie das Nashorn heißt. Irgendwas mit Happy. Wer ist er denn? Wir haben hier die Auflistung der neuen Charaktere. Also man sieht schon, irgendwie Jumbo Josh ist jetzt anders. Und wir haben hier noch irgendwie so einen Affen oder so. Und diese komische blaue Giraffe. Und Junge, das Nashorn, Alter, ist ja der Knaller. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit Garten auf BenBen 4. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Wurmboss also sagt. Und vor allem auch, was das für ein Nashorn am Ende ist. Also sehr, sehr komisch alles. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Danke fürs zuständiges Küsschen. Deno out.